Jo Leute, ein wundervolles und herzliches Willkommen hier zum Adventkalender Kästchen Nummer 19, ja, ein etwas anderes Video, weil es ist auch gleich das Formians Karriere-Video Nummer 3 unserer dritten Season hier in China. Das sind die letzten zwei Rennen liefen nicht besonders gut, immer nur den dritten Platz, und ich hoffe, in Shanghai passiert endlich mal ein Durchbruch. 16 Kurven, 5,4 Kilometer, eine Strecke und ja, eine sehr, sehr, würde ich mal sagen, motorleistungsanfällige oder Anforderungen ist eher hier die Motorleistung, und das haben wir wahrscheinlich jetzt nicht ganz, und das spielt es auch leider hier im Qualifying ein bisschen wieder. Ich probiere mein Bestes, mein Teamkollege hier überfliegend gut, also der fährt da in die Top 5 und ich komme da irgendwie mit dem Setup nicht klar, mit dem Auto nicht klar, und ich glaube, wenn man auch auf der Geraden und so weiter nicht diese Windschattenspiele und so weiter macht, kann man einfach nicht auf eine schnelle Runde kommen. Und deswegen habe ich auch versucht, so nah wie möglich an meinen Teamkollegen dran zu kommen, dass sie haben mich vielleicht auf der Langgeraden überholt. Aber ja, hier im ersten Sektor sogar rot. Also da habe ich auch immer meine Probleme im ersten Sektor. Der ist auch letztens rot gewesen und dann konnte ich mich gut noch verbessern. Heute hoffe ich das auch, aber ich denke mal, das wird eher nichts werden. Und lasst gerne kostenlos ein Abo da für den Adventkalender und vor allem auch für unsere Karriere. Ich freue mich wirklich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und aktiviert auch gerne die Glocke, dass ihr nichts verpasst. Und teilt doch gerne das Video mit euren Freunden. Aber Leute, das Wichtige, heute sind es nur noch 6 Tage bis Weihnachten. Und es wird auf jeden Fall mega, mega spannend. Jetzt wieder zurück zum Rennen. Es wird mega, mega spannend. Eine knappe Zehntel sind wir hier schneller. Und im grünen Bereich, ja. Ich hoffe natürlich, wir können uns in die Top 10 verbessern. Wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Aber nichts ist möglich. Und ich setze natürlich die Hoffnung dran. Mit 2 Zehnteln wird es aber knapp. Ich glaube, in der letzten Kurve kann man immer wieder gut Zeit gut machen und hoffe deswegen auch, dass ich, ja, der Exit war sehr gut, kein Querschnitt, hatte ich vorhin einen leichten Rutscher, würde ich mal sagen. Und da konnte ich auch meinen Teamkollegen ablenken oder mit diesen Strichen hier ein bisschen absägen. Auch der Exit von der letzten Kurve war ziemlich gut, wir werden uns qualifizieren. Sehr, sehr nüchtern, kann ich jetzt schon mal sagen. P14, also wird es eher eine, ja, Last-to-First-Challenge oder eine, ja, fast Last-to-First-Challenge. Schauen wir uns mal die restliche Startumstellung an, wer so ein bisschen hinter uns starten wird. Keine Ahnung, was unser Teamkollege gemacht hat, aber ich komme mit dem Auto einfach nicht klar. Hamilton auf 1, Russell auf 2, aber vielleicht können wir im Rennen was machen. Die Rennpace ist eigentlich immer besser wie unsere Qualifying-Pace. Verstappen vor Leclerc, Butler auf 5, bitte vor Weber, Bottas auf und Sainz, dann Kubica auf 9 und Lando Norris, der ist auch nicht ganz wohl. Hülkenberg, Magnussen, wir dann vor Kimi. Grosjean vor Perez, der hat jetzt schon eine Strafe. Gasly, Giovinazzi, Vettel und ganz hinten Stroll. Wie gesagt, Kubica kommt auch nicht ganz klar mit seinem Auto. Und ist klar, ich meine, der wird ins neue Becken geworfen. Vorher ganz, ganz hinten hinterher gefahren und jetzt wurde er da befördert. Und das, ja, muss er noch klarkommen damit, denke ich mal. Aber wir müssen auf jeden Fall heute einiges gut an Plätzen machen. Und ich hoffe, wir können das gleich mal beim Start machen. Mit einer Ein-Stop-Strategie. Wir werden von Gelb auf Weiß wechseln. Ist so ein bisschen die, ja, die konservative Möglichkeit, um mit einem Stop durchzukommen. 29 Runden wird auch schon schwer, also die gelben am Leben zu halten. Ich denke mal, die haben eher eine Lebensdauer wie die roten und wird echt schwer, wenn man manche mit rot länger fahren können wie wir mit gelb. Also das, ja, schauen wir uns mal den Start an. Also es wird auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, lasst gerne kostenlos ein Däumchen nach oben. Aber es geht los hier. Ja, der Start war wie immer miserabel. Aber ich hoffe, wir können da in der ersten Kurve ein bisschen was gut machen. Ja, genauso wie ich mir... Oh, Kollision mit... Schau, what the fuck, der musste mir... Junge, das geht ziemlich gut. Wir können hier sogar einen Platz... Oh mein Gott, ja, und der kocht uns. Kimi, ja, der ist so ein bisschen zu viel Wodka gestern wieder. Nein, Spaß, aber... Ich meine, Alter, Kimi, was führst du hier auf? Hier von außen mit viel, viel mehr Sprung können wir auch Kimi überholen. What the fuck, wir sind 13. Und können hier nochmal reinstechen. Ja, den Orangen, den lieber nicht abschießen. Und da will auch uns gleich wieder Magnus ein bisschen an. Ja, nein, da sind wir auch vorbei. P12, also auf jeden Fall ein Start, den ich mir gewünscht habe. Der Start an sich hätte ein bisschen besser sein können. Da hätte ich nicht in der ersten Kurve noch, keine Ahnung, meine, die mich beim Start überholt haben, zurück überholen müssen. Aber ist egal. Also so auf jeden Fall kann es weitergehen. Ein Platz gut gemacht. Und es ist auf keinen Fall ein Ferrari, dass wir sagen können. Keine Ahnung, wir sind nach 5 Runden wieder Erster. Und es ist auf jeden Fall auch kein, vom Speed her, kein Ferrari, nicht zu vergleichen. Und auch auf der Geraden werden wir wahrscheinlich öfter überholt werden, als wir ihn überholen. Aber das ist mir ganz egal. Ich wollte natürlich wieder mit einem schlechteren Team anfangen. Wobei man eigentlich sagen kann, ja. Und wie gesagt, es wird ziemlich schwierig werden auf der Geraden.
an Autos vorwärts kommt. Deswegen muss ich auch riskantere Manöver in die Kurve hinein machen und probieren. Und auch hier wird es heute ein paar Überholmanöver geben in dieser Haarnadelkurve, in dieser Hairpin, wie man sie auch schön nennt auf Englisch. Aber mit der ist auf jeden Fall viel, viel einfacher. Aber da muss man natürlich auch dran sein an den Gegnern. Und das wird wirklich ein extrem spannendes Rennen. Ich kann es euch jetzt schon mal versprechen mit einem sehr, sehr interessanten Ausgang. Aber nicht zu viel verraten. Schauen wir uns mal die Start-Replan und natürlich die dazugehörigen Überholmanöver. Und hier mal der Start war, wie gesagt, nicht der beste. Aber es ging ziemlich gut. Ab diesem verkorksten Start ging es ziemlich gut los. Hier wurden wir nochmal außenrum überholt. Aber dann innen 1, 2. Und ja, mit dem zweiten haben wir ein bisschen gefeiert. Der wollte uns ein bisschen ab. Ja, ich weiß nicht, was das werden hätte sollen, aber gut. Hier auch von außen wunderschön. Ja, leichte Berührung, aber gut. Der Butler von 5, da vorne mit der Creme de la Creme von Red Bull, Williams und auch einen Ferrari und Mercedes, glaube ich, auch ist da vorne noch dabei. Und wurde da gleich mal von einem überholt. Ist klar, der kann die Pace nicht halten. Und dass die Williams so gut jetzt wieder dabei sind, freut mich natürlich. Die waren ja auch früher ein richtig guter Traditionsrennstall, so heißt es. Und ja, hier, wie gesagt, da habe ich ein bisschen vertan mit der Bremse. Hätte ein bisschen vielleicht noch länger fahren können und den Orangenen probieren können zu überholen. Aber ich will dann keine Kollision oder so weiter verursachen. Und deswegen, ja, schaut gerne auf Instagram vorbei. Adio_gaming ist die Adresse. Und hier, ja, das war sehr, sehr optimistisch und gab auch eine leichte Berührung mit unseren Vorderreifen und seinen Frontflügel. Aber ich denke mal, da ist alles glimpflich ausgegangen und auch eine Verwarnung wegen Strecke abkürzen. Ja, es läuft nicht alles ziemlich, es läuft nicht alles rund in dem Team, noch nicht. Aber ich wünsche mir natürlich, dass wir bis Belgien, da habe ich mir so ein bisschen die Range gesetzt zwischen Deutschland und sagen wir Singapur, dass ich da vielleicht irgendwie wechseln kann zu Red Bull. Was natürlich auch schlecht ist, ist, dass Red Bull fast schlecht ist als Toro Rosso. Fahren trotzdem weiter vorne, ist klar, aber die sind von dem Leistungsbarometer, sind die schlechter wie wir. Und das nächste Opfer oder unser Überholmanöver, Runde Nummer 3. Es dauert halt jetzt ein bisschen länger, aber wir kommen auch langsam in Fahrt. Und hier P10, wir holen uns den ersten Punkt für unsere WM-Tabelle. Ich hoffe natürlich, wir können auch heuer wieder um den Weltmeistertitel kämpfen. Und es geht weiter, Runde Nummer 5. Kubica, auch sehr, sehr schlecht, also der fährt noch immer noch auf 9 da hinten herum und vielleicht können wir dann Überraschungsangriff starten. Ja, es war sogar okay, es war sogar halbwegs fair, würde ich sagen. Mit diesem Rad und Rad würde ich sagen, war nicht so schlimm. Und außen können wir es halt doch Bottas hier auf 8 nur, und das ist echt nicht gut für ihn. Ich würde mal sagen, die sind auch nicht so gut, die zwei Fahrer immer. Leclerc ist jetzt eigentlich der Nummer 1 Fahrer, würde ich mal sagen, bei Ferrari, weil er Vettel zu Toro Rosso, zu Alfa Romeo gegangen ist. Und bei Mercedes ist eigentlich auch Bottas immer chancenlos gegen Hamilton. Und das ist auf jeden Fall safe Hamilton, der Nummer 1 Fahrer. Alter, ich habe mich hier verbremst, bin fast weggerutscht und konnte hier irgendwie fast problemlos an Bottas vorbei. Also das war ein richtiges komisches Überholmanöver, aber ja, lassen wir es mal so stehen. Ich meine, solange es keine Strafe gibt, denke ich mal, ist es okay. Und solange auch keine Teile von gegnerischen Auto fallen, ist es auch okay. P7 sind jetzt schon mal 6 Punkte. Und das, die schmecken auf jeden Fall. Ich will natürlich, Top 3 wäre natürlich wieder das Ziel. So wie in Alfa Romeo Zeiten 5 das Ziel war. Also so ein bisschen besser als Best of the Rest. Aber oh mein Gott, leichter Querschnitt. Und das wird jetzt schwierig gegen Bottas hier, ja, gleich zu halten. Aber hier, da habe ich immer den Schwung richtig. Und da kann ich echt Bottas absetzen. Und deswegen hat er uns auch nicht kassiert. Wir sind auf irgendeine Weise, nachdem alle gestoppt haben, auf P3 vorgerutscht. Und ich hoffe natürlich, wir können so weiter tun. Das geht in die Boxrunde Nummer 8. Wie gesagt, die gelben Reifen wären genauso schnell gewesen wie die roten Reifen. Und ja, die gelben haben uns ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Waren natürlich beim Start und so weiter ein bisschen langsamer. Haben auch ein, zwei Runden gebraucht, bis sie auf Temperatur waren. Aber sonst eigentlich nichts. So, da war Verstappen hier. Wir können noch cool knapp vor Sainz rauskommen. Und das ist auch gut so, weil Sainz wäre wieder so ein unnötiger Ballast gewesen, den zu überholen. Ich glaube, Verstappen war schon in der Box. Ich hoffe natürlich, wir können da irgendwie noch was überholen. Jetzt sind wir so nah dran an dieser Spitze. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir da ein bisschen überholen können. So, hier die ersten Überholmanöver. Das gegen Hülkenberg, ja, da ist auch ein Teil geflogen. Ich weiß, das war nicht so fair. Habe ich auch erst im Nachhinein gesehen, wie ich die Replays aufgenommen habe. Und auch hier das nächste Überholmanöver gegen, wer ist das? Hamilton, Bottas? Ist das Bottas? Nein. Das ist Nummer 4, ich weiß nicht, wer das ist. Ja, das sind diese
reinstechen, bremsen und ja, man kann es nicht mehr richtig einschätzen, ob man irgendwas gemacht hat oder nicht. Jo, und hier haben wir nochmal die letzten Überholmanöver. Ja, gegen Kubica und ja, das war eigentlich nicht grenzwertig. Hat von innen mehr, eher schlimmer ausgesehen wie von außen. Und dann hier gegen einen Teamkollegen. Auch eigentlich schön von innen, der hat uns auch Platz gelassen und das hat man auch gesehen. Den hat es nicht so wehgetan, dass wir ihn da überholt haben und hier von außen nochmal dieses, ja, fast Überholmanöver von Carlos Sainz von außen. Wir hätten uns schön überholt. Ich habe da gut gegen gehalten und konnte ihn da abwehren. Ja, war ein schöner Überholmanöver dabei und wir kämpfen hier wirklich, ja, gegen Verstappen mit der schönsten Rennrunde um, ja, die Top 5, würde ich sagen. Das hat der Boxenstopp hat uns richtig weit nach vorne gebracht und auch der erste Stint, dass wir da viel, viel später reingefahren sind, hat uns da ein bisschen nach vorne gebracht. Verstappen und Hamilton jetzt vor uns hier und ich hoffe natürlich, wir können da irgendwie ein Überholmanöver anzetteln. Sind auch im DRS-Fenster zu Verstappen, obwohl er die schnellste Rennrunde hat. Ja, noch immer noch die schnellste Rennrunde hat. Und hier rechts kommt auch noch ein kleiner Faktor raus, der uns hier wirklich auf P2 in der Gesamtwertung bringen kann. Zack, hier außen. Leichte Rad-an-Rad-Berührung mit Lance Stroll, den lassen wir innen noch ein bisschen Platz. Und wir haben hier wirklich Verstappen, Hamilton und Russell überholt und Weber überholt. Das sind die drei, die ja, im heutigen Rennen von 1, also von ja, 1, 2 und 3 gestartet sind. Und wir haben jetzt gerade alle überholt. Das bedeutet, Charles Leclerc, der vor uns fährt, ist jetzt nur noch eigentlich der noch zu überholende, ja, hier. Und Weber will sich das natürlich nicht gefallen lassen. Aber wir können hier außen mit dem besseren Grip hier viel, viel besser beschleunigen und kommen da schön raus. Was soll man bitte sagen? Alter, wir kommen hier, es geht hier wirklich gerade um, würde ich mal sagen, P2, P3, irgend sowas. Mit einem extrem guten strategischen Manöver und einem guten Überholmanöver in der ersten Kurve konnte ich hier wirklich einen sehr, sehr, sehr souveränen, jetzt noch 11., ja, jetzt wieder 12., komm schon Weber, lass den Scheiß, hier länger drauf gehalten, wie Verstappen, wie Vettel in Ungarn. Und hier geht's jetzt los. Jetzt wird's interessant. Romanco schaut, den müssen wir auf jeden Fall überholen. Und auch, wer fährt denn da? Ein kleiner Williams. Wer ist denn da? Ein kleiner Alfa Vettel. Ist das hier mal vor mir? Wir haben den auch schön souverän überholt. Ich schaue mal gleich, ob der Flügel hin ist oder so. Nach so einem Überraschungsmomentum, wie ich sie gerne nenne. Überraschungsüberholmanöver. Und hier Russell. Der ist, glaube ich, auch von den Top 5 gestartet. Ist jetzt auch vor uns. Und davor, hinter einem, ich glaube, Haas hängend. Ja, Charles Leclerc, der hängt noch immer noch dahinter. Ich hoffe, wir können jetzt Ende dieser geraden Russell überholen. Und dann wären wir wirklich in Schlagdistanz zu. Ja, der hat jetzt, der hat jetzt Perez überholt. Oder keine Ahnung, wer das ist. Perez überholt. Und jetzt hier fighten Perez und Leclerc in der ersten Kurve. Wir können uns, Magnus ist das jetzt auf einmal, okay. Jetzt auf einmal fighten hier Magnussen und Leclerc in der ersten Kurve. Hier leichter Querstier wegdreher und... Wir kommen näher dran, wir können hier im Windschatten uns dran saugen an Charles Leclerc. Schaut gerne auf Twitter vorbei, @Tür_Gaming. Aber jetzt hier, wir können hier wirklich in einem oh mein Gott, verbremst, nach innen bleiben. Ich hatte das mit dem Bottas vorhin schon mal. Und Leclerc schaltet nicht so schnell und wir übernehmen gerade in diesem Moment die Rennführung. Auch wenn es nicht so aussieht, aber Kimi Räikkönen und auch der Gelbe, ich glaube, das, ja, oder auch der Orange, aber ich glaube, das ist seins. Und hier jetzt sind wir auch an Magnus, an Kimi dran. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig werden. Die 15 Runden hinten zu halten. Wir haben ja gerade mal die Hälfte vom Rennen und das wird echt schwierig. Wir müssen mit dem Satz zu Ende fahren, müssen aber auch Leclerc hinten halten und das wird ein echtes Mama-Projekt. Runde Nummer 15. Jetzt sind wir Erster, weil nämlich auch Carlos Sainz in die Box gefahren ist. Wir führen hier vor Leclerc und Russell. Safety Car, Virtual Safety Car, hilft uns ein bisschen. Lance Stroll ist ausgeschieden. Schauen wir uns mal gleich an, wie der ausgeschieden ist, aber es wird auf jeden Fall ein mega, mega mäßiges Projekt hier, Leclerc hinten zu halten. Schauen wir uns noch die Überholmanöver vorher an. Hier, das war echt ein bombastisches Überholmanöver. Auch wir ein bisschen Gras mitgenommen. Aber was soll man bitte sagen? Drei in einer Kurve und das nicht mal mit Berührung, mit irgendwelchen schlechten irgendwas. Echt nur gut gemacht. Hier von Verstappen Sicht vorbeigezogen. Der hat da eigentlich die Tür offen gelassen. Es gab nur eine leichte Berührung mit Lance. Wer ist denn das überhaupt? Ich glaube, das war Weber. Eine leichte Berührung mit Weber gab es. Und hier nochmal von Hamilton aus. Da muss auch einfach zusehen, wie wir hier außen schön vorbeigezogen sind. Mit viel, viel mehr Grip anscheinend. Und hier auch. Und ja, wunderschön. Und hier von Weber. Das war auch. Ja, hier. Ich bin ja reingekommen. Ja, er hat da irgendwie zugemacht. Also ich habe ihn auch den Platz gelassen. Bin
mit mehr Schwung aus der Kurve gekommen und kein Problem. Einfach nur wunderbar. Und hier nochmal gegen Sebastian Vettel. Wunderschön auch von Ihnen. Ich will es nicht sagen, aber das ist mit Abstand eines der besten Rennen mit einem unterlegenen Auto, das ich jemals hatte. Wir fahren ja noch immer noch auf 101 Schwierigkeit und das ist wirklich atemberaubend, wie gut das Auto oder wie gut einfach alles zusammenspielt heute. Lance Stroll hier, der Ausfall. Ich meine, ich will nicht sagen, dass das Auto perfekt und schnell ist. Also auf keinen Fall. Im Qualifying fühle ich mich absolut nicht wohl, aber im Rennen geht es dann echt richtig gut und da geht es echt ab manchmal. Auch hier in China, ich hatte echt Bummer von dieser echt langen Geraden. Drei Runden vor Schluss führen wir immer noch, auch mit ein paar Überholmanöverversuchen von Weber, mal Leclerc, dann hat Weber Leclerc überholt, hatten wir mal ein, zwei Runden Pause, hatten wir sogar mal eine Sekunde Vorsprung, aber jetzt geht es leider wieder zurück. Die Reifen von mir lassen nach ein paar Runden, so circa so jetzt schon mal 12 oder so, 12, 13 Runden schon mal ein bisschen nach und das ist natürlich auch das Schlimme. Hier ist er jetzt eher sehr, sehr nah dran. Er hat natürlich auch die Medium-Reifen, die sind ein bisschen vom Grip her oder sind ein bisschen weicher, sind auch ein bisschen schneller und deswegen auch auf der Geraden sowieso ist das Auto von ihm schneller. Man kann ihn mit einem Mittelbremsmanöver wunderschön davor bleiben und noch eine Runde, Leute, eine Runde. Dann haben wir es endlich geschafft und wir gewinnen unser erstes Rennen mit Toro Rosso. Ich hätte es nicht geglaubt, dass wir so früh so gut, so weit nach vorne kommen und so, schon gar nicht von P14 aus. Und das war wirklich ein Rennen. Hier nochmal die letzte Kurve rausbeschleunigen. Wir haben einen guten Vorsprung auf Leclerc. Leclerc hat wieder Weber geholt. Und wir haben einen guten Vorsprung. Ja, ich denke mal, das könnte sich ausgehen, Leute. Letztes Mal anbremsen hier. Nicht verbremsen. Nein, gar nicht verbremst. Schön durchgekommen. Zwei Pfeile hinter uns. Aber die verbleichen wieder. Die sind wieder weg. Letzte Kurve hier. Und wir haben es fast in trockenen Tüchern. Ja, wir gewinnen den großen Preis von China. What the fuck? Was war das für ein Rennen? Von 14 auf 1 und das in 29 Runden. Also das war schon ein bombastisches Rennen. Und ich will nicht viel sagen, aber mit Abstand eines der besten in unserer 2019er Karriere. Also ich hatte schon sehr, sehr gute Rennen mit Alfa Romeo. Die Ferrari-Rennen waren eigentlich einfach, aber auch gut, würde ich mal sagen. Immer von ganz hinten auf meistens P1. Aber die Rennen heute, oder die letzten Rennen waren echt nicht so die besten, würde ich sagen. Aber ich meine, das Australien-Rennen von 5 auf 3 war auch ein richtiger harter Brocken, den nach Hause zu fahren. Aber heute von 14 auf 1, ja, hat wirklich megamäßig Spaß gemacht. Hamilton nur 5. Und Leclerc, lasst doch gerne einen Kommentar da, wie euch das Video heute gefallen hat. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr uns da supporten würdet. Und ja, Weber auf 2 und Leclerc nur auf 3. Das bedeutet, wir werden auch in der WM richtig viele Punkte gut machen. Auf Leclerc, der ja noch immer noch unangefochten hier die WM führt. Und es ist wirklich ein megamäßig gutes Rennen gewesen. Und hier auch mal ein Williams auf dem Podium. Ich glaube, das gab es zuletzt in Australien bei unserer Ferrari-Karriere, oder? Wenn ich mich nicht täusche, also das war auf jeden Fall ein mega, mega mäßiges Rennen. Ich kann es noch immer noch nicht ganz fassen. Also ja, schauen wir jetzt nochmal die Punkte an. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend nochmal. Ja, ein Fehler beim Speichern der Highlights. Okay, passt schon. Ja, ich benutze die Highlights sowieso nicht. Ich nehme meine Highlights eigentlich immer selbst auf für euch. Lukas Weber, unser Formel 2 Teamkollege, hier mit 0,3 Zehntel ist er hinter uns geblieben. Also das war wirklich ein richtiges Rennen. Wir sind nur noch 4 Punkte hinter Charles Leclerc. Und das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Unser Team hat 55 Punkte. Also wir haben eigentlich alle Punkte für Toro Rosso bis jetzt geholt. Und Butler keinen einzigen. Aus dem Qualifying, da war er richtig gut, muss ich echt sagen. Da war er eine Maschine, eine richtige Maschine. Hören wir uns mal an, was Claire gute Arbeit dazu auf der Strecke hat. Nun zu ein paar Fragen. Gab es heute auf der Strecke irgendeine ernstzunehmende Konkurrenz? Ja, ich würde mal sagen, alle hinter uns, also die waren wirklich, das war wirklich ein mega schweres Unterfangen hier. Nach letzter Woche läuft es um einiges besser, oder? Ja, würde ich echt sagen, das war ein besseres Rennen. Hat Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Nö, eigentlich nicht. Also wir hatten ja Sie eigentlich Sie haben nie alle so viel Erwartungen Verkehr. Gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Ja, gar kein Geheimnis. Danke für den Unser Kommentar. Auto ist einfach in einem. Vielleicht kommt jetzt höher rauf, ich denke mal. In Spanien, da kommen wieder zwei größere Upgrades und da können wir dann hoffentlich schon mal
halbwegs mit unseren Teamkollegen, vor allem mit halt, aber auch mit der Konkurrenz. Ich sehe uns im Mittelfeld zwischen McLaren und die Pinken sind auch sehr, sehr gut. Und ja, das wird sehr, sehr schwierig. Aber das Gute ist, wir kommen hier mit der Valtteri Bottas Front auch sehr, sehr gut zurecht. Wir sind ein Punkt, fehlt uns noch, dass wir ihn schlagen. Also wir müssen eigentlich nur das Qualifying beenden und haben Bottas Gott sei Dank geschlagen. Also ich dachte schon, wie ich Toro Rosso und auch das erste Rennen gesehen habe. Ja, da haben wir Bottas geschlagen, aber dann im letzten Rennen war es so schlecht. Und da habe ich echt gedacht, das wird nichts mehr, dass wir dann Bottas irgendwie noch reinholen. Aber jetzt wieder, Gott sei Dank, haben wir Bottas wieder eingeholt. Und wir sind auch genau im Mittelfeld. Also wir sind hier hinter Williams. Ich hoffe, wir können die mit den nächsten Upgrades einholen. Und ja, wir werden auch wieder im Motorsegment ein bisschen was upgraden. Lasst gerne kosten, das aber da, Leute, wie gesagt. Und aktiviert auch gerne die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Und ja, wir haben wieder ein bisschen was im Motor abgegradet. Es wird auf jeden Fall spannend, wo wir dann das nächste Mal stehen werden. Ich hoffe natürlich, wir können wieder eine sehr, sehr gute Position in Spanien feiern. Und ja, hier werde ich eigentlich nichts mehr upgraden. Wir sind ja auch Top 4. Hier sind wir eher schlecht im Aero-Paket. Motorpaket sind wir dann eher besser, mittelmäßig zwischen Williams und Red Bull. Also Red Bull ist schlechter, wie es, und Williams ist besser. Also es wird auf jeden Fall spannend, Leute. Lasst gerne kostenlos Abo da und ein Däumchen nach oben. Besucht uns gerne auf Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, whatever, was alles da ist. Links sind unten in der Beschreibung. Fertig war's mal, bis zum nächsten Mal. Und schaut euch doch gerne morgen beim Adventkalender ein und ciao.